Die Verbindung zwischen einer Mutter und ihrem ungeborenen Kind entsteht lange vor der Geburt. Untersuchungen zeigen, dass Babys im Mutterleib die psychische Verfassung ihrer Mutter wahrnehmen können. Je mehr positive Signale von der Mutter ausgehen, desto glücklicher wird das Baby. Wenn du dich fragst, wie du deinem Baby zu einer gesunden und glücklichen Entwicklung verhelfen kannst, sind hier einige Tipps, die du beachten solltest. Um deinen Körper schnell und effektiv von Giftstoffen und Parasiten zu reinigen, empfehlen wir dir, dir unsere kostenfreie Darmreinigung zu sichern. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung und ist für alle Zuschauer dieses Videos 100% kostenlos. Schau jetzt einfach in der Videobeschreibung und sichere dir unsere kostenfreie Darmkur. Zum einen ist es wichtig, verschiedene Nahrungsmittel zu essen. Ab der 16. Woche beginnen Babys verschiedene Geschmäcker zu unterscheiden. Das Fruchtwasser, das das Baby umgibt, nimmt den Geschmack der Lebensmittel auf, die die Mutter isst. Wenn das Baby dieses Fruchtwasser schluckt, bekommt es einen Eindruck davon, was die Mutter isst. Auf diese Weise kann das Baby bereits im Mutterleib an verschiedene gesunde Nahrungsmittel gewöhnt werden, was später eine gesunde Ernährung fördern kann. Ein weiterer Tipp ist, lauwarm zu duschen. Sobald das Baby groß genug ist, um gegen die Gebärmutterwand zu drücken, kann es Temperaturveränderungen wahrnehmen. Zu kalte oder zu heiße Bäder können das Baby stören. Ein lauwarmes Bad hingegen kann das Baby beruhigen und entspannen. Das Rauschen des fließenden Wassers wirkt ebenfalls beruhigend. Ein wenig warmes Wasser auf den Bauch zu spritzen, kann eine wohltuende Therapie für Mutter und Kind sein. Das sanfte Streicheln des Bauches ist eine weitere Möglichkeit, eine Verbindung zum Baby herzustellen. Ab der 8. Schwangerschaftswoche beginnt sich das Berührungsempfinden des Babys zu entwickeln. Bis zur 20. Woche kann das Baby äußere Berührungen wahrnehmen. Das sanfte Streicheln des Bauches stärkt die Bindung zum Baby und macht es glücklich. Auch der Vater kann sich beteiligen, indem er den Bauch der Mutter sanft streichelt. Dies stärkt die Bindung zwischen allen Familienmitgliedern. Du kannst diese Erfahrung mit entspannender Musik und Massageölen bereichern. Sprich mit deinem Baby. Babys beginnen in der Regel in der 25. bis 26. Schwangerschaftswoche, Geräusche von außen zu unterscheiden. Die erste Stimme, die ein Baby erkennt, ist die der Mutter, da sie am häufigsten und klarsten wahrgenommen wird. Das Hören der Stimme der Mutter beruhigt das Baby und gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit. Indem du mit deinem Baby sprichst oder ihm vorliest, stärkst du eure Bindung. Auch die Stimmen anderer Personen, insbesondere des Vaters, können das Baby glücklich machen und ihm helfen, verschiedene Stimmen und Tonlagen zu unterscheiden. Leichte körperliche Betätigung, wie sie der Arzt empfiehlt, ist ebenfalls förderlich. Sanfte Cardioübungen sind besonders geeignet. Sie fördern die Herzgesundheit des Babys, indem sie seine Herzfrequenz verbessern. Ein regelmäßiges, leichtes Training kann auch dazu beitragen, Stress zu reduzieren, indem es den Herzschlag der Mutter beruhigt. Gönne dir ausreichend Ruhe. Das Ruhen ermöglicht es dem Baby, sich frei zu bewegen, da deine Bewegungen seine nicht einschränken. In diesen Momenten wird dein Baby zu einem kleinen Akrobaten und versucht neue Bewegungen aus. Diese Aktivitäten sind jedoch meist kurz, sodass du genug Zeit zum Ausruhen hast. Ein weiterer lustiger Aspekt ist, dass das Lachen der Mutter das Baby glücklich macht. Untersuchungen haben gezeigt, dass Babys im Mutterleib auf das Lachen der Mutter reagieren, indem sie sich freudig bewegen. Wenn die Mutter lacht, zieht sich die Bauchmuskulatur zusammen und entspannt sich wieder, was das Baby wie auf einem Trampolin hüpfen lässt. So nimmt das Baby direkt an der Freude der Mutter teil. Insgesamt ist es wichtig, dass die Mutter während der Schwangerschaft positive Gefühle erlebt. Je besser sich die Mutter fühlt, desto besser fühlt sich auch das Baby. Eine Schwangerschaft, die von positiven Emotionen geprägt ist, fördert die physische und psychische Gesundheit des Babys. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir und deinem Baby, eine glückliche und gesunde Zeit zu erleben. Außerdem ist es enorm wichtig, seinen Darm regelmäßig von Giftstoffen zu reinigen. Dafür eignet sich hervorragend unsere kostenfreie Darmkur. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben und schreibe uns in die Kommentare, was dir am besten geholfen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen.